Ich hatte in den alten Videos vorgeführt, dass die Laplace-Transformierte der Ableitung so schön einfach wird. Wenn ich die Laplace-Transformierte der Ableitung haben will, dann nehme ich S mal die Laplace-Transformierte der Originalfunktion minus den Anfangswert der Originalfunktion. Die Ableitungen werden so schön einfach, das ist ja auch der Sinn eigentlich der Laplace-Transformation, damit kriege ich dann die Differentialgleichungen vereinfacht. Wir gucken uns mal an, was die Laplace-Transformation mit Integralen macht. Mein Signal y von t soll sein ein Integral von 0 bis t einer Funktion f, jetzt habe ich eine neue Variable, r nenne ich die. Das soll mein Signal sein. Mein Signal soll sein, ich integriere eine Funktion. Ich muss eigentlich auch wieder vorsichtig sein, das für t größer gleich 0 und 0 für t kleiner 0. Das soll mein Signal sein. Was passiert, wenn Sie davon die Laplace-Transformierte ausrechnen? Also wir wissen schon, Ableitungen werden einfach mit Hilfe der Laplace-Transformation. Da steht nämlich im Endeffekt dann einfach S mal die Laplace-Transformierte von der Funktion plus Randterm. Was passiert bei Integralen, wenn Sie hiervon die Laplace-Transformierte bilden? Ich schreibe hin, von 0 bis unendlich e hoch minus st y von t. Vielleicht erstmal so. Das ist ja erstmal die Laplace-Transformierte, so wie sie definiert ist. Integrieren von 0 bis unendlich e hoch minus st, das Signal, was ich transformieren will. Jetzt setze ich ein, was möchte ich denn transformieren? Ich möchte die Fläche bestimmen zwischen 0 und t unter meinem Signal f von r sozusagen. Also das hier in Klammern ist y von t. Die Fläche unter meinem Signal f von 0 bis t, diese Fläche hier. Das hängt von t ab. Je nachdem, was die Zeit ist, nehme ich mehr oder weniger von dieser Fläche. Und das schreit nach partieller Integration. Wenn ich dieses Integral ableite, dann wird es einfacher. Und wenn ich hier vorne eine Stammfunktion bilde, wird es nicht so viel schlimmer. So will ich die partielle Integration machen. Das Integral ableiten, Hauptsatz der Differential- und Integralregelung. Wenn Sie das Integral nach der oberen Grenze, t, nach der oberen Grenze ableiten, kriegen Sie die Funktion da drinnen an der oberen Grenze, f von t. Was passiert, wenn Sie das Integral nach der oberen Grenze ableiten? Das sollte ich es gerade nochmal vorführen, stellen Sie sich sowas vor. Sie integrieren von 0 bis t x² dx, dann steht da x hoch 3 Drittel von 0 bis t, also t hoch 3 Drittel. Das ist das Ergebnis für dieses Integral, t hoch 3 Drittel. Wenn Sie t hoch 3 Drittel nach t ableiten, kriegen Sie t Quadrat mal 3 durch 3. Sie kriegen t Quadrat, nicht x Quadrat, sondern t Quadrat. Den Integranten an der oberen Grenze. Das Integral ableiten nach der oberen Grenze ist der Integrant an der oberen Grenze. F von t. Wenn Sie den hier ableiten nach t, kriegen Sie f von t raus. Das ist der heikle Teil, der Rest müsste so durchgehen. Hier brauche ich eine Stammfunktion, e hoch minus st mit minus durch s. Wenn Sie das ableiten nach t, e hoch irgendwas, äußere bleibt stehen. Innere Ableitung wäre minus s, minus s. Sie sehen, au, aber nicht, wenn s gleich 0 ist, sonst ist es wieder verboten. Kehren wir gerade mal unter den Teppich, wie üblich. Und dann habe ich jetzt hier stehen, Randterme, die nicht abgeleiteten Funktionen, also e hoch minus st durch s mal mein Integral, das sind die beiden nicht abgeleiteten Funktionen, in den Grenzen 0 bis unendlich, schreibe ich da jetzt rein formal hin, ich mache mal vielleicht hier der Zierde halber Anführungszeichen, minus das Integral mit vertauschten Rollen, also 0 bis unendlich, minus e hoch minus st durch s, e hoch minus st durch s, mit einem Minus davor, mache ich hier vorne ein Plus draus, das Minus baue ich hier in das Plus, oder das ehemalige Minus ein, dass es so Plus wird, mal meine Funktion, f von t, dt. Und jetzt gucke ich mir das hier vorne an, wenn ich 0 einsetze, e hoch, nichts Schlimmes, mal das Integral von 0 bis 0 ist 0. Wenn ich unendlich einsetze, e hoch und s muss
einen Realteil haben, der größer ist als 0 offensichtlich, damit das mal wieder funktioniert. Wenn ich hier quasi unendlich einsetze, wirkt dieses e hoch minus st alles ab. Die Funktion f darf also auch nicht zu schnell steigen und so weiter und so weiter. Hier vorne wird mit etwas Händewedeln 0 draus in allen üblichen Fällen. Was wird aus dem hier hinten? Genau, Sie ziehen 1 durch s raus. Und dann steht da die Laplace-Transformierte von klein f. Ich schreibe jetzt mal groß f, was ein bisschen irritierend ist. Mit groß f meine ich jetzt nicht die Stammfunktion, sondern die Laplace-Transformierte von klein f. Also, wenn Sie die Laplace-Transformation loslassen auf so eine Funktion, die integriert ist bis t, dann kriegen Sie als Ergebnis 1 durch s mal die Laplace-Transformierte von dieser Funktion, die da integriert worden ist. Die Laplace-Transformation angewendet auf eine Ableitung, bringt einen Faktor s und einen Randterm. Die Laplace-Transformation angewendet auf Integral gibt 1 durch s mal die Laplace-Transformation der Funktion, die da integriert worden ist. Ist eigentlich logisch. Ableiten gibt einen Faktor s bei der Laplace-Transformation. Integrieren gibt dann wohl einen Faktor 1 durch s bei der Laplace-Transformation.